Am 11. November 2004 fand in der Hypo Alpe Adria Arena in Klagenfurt ein von der Gesellschaft der Gendarmeriefreunde Kärnten organisierter Benefiz-Kabarettabend mit Professor Gerhard Bronner unter dem Titel Best of Gerhard Bronner statt. An die 300 begeisterte Freunde der österreichischen Kabarettlegende waren gekommen, um knapp 2 Stunden einem Meister der Kleinkunst und des feinsinnigen Humors zuzuhören. Der Altmeister des Kabarets gab dabei einen kleinen Querschnitt seines künstlerischen Oeuvres zum Besten, Anekdoten aus seinem Leben und natürlich zahlreiche Evergreens seines musikalischen Werkes bildeten den Rahmen für das Charity-Programm. Gerhard Bronner bewies dabei, dass er auch mit seinen nunmehr 82 Jahren nichts von seiner großen Professionalität als Künstler eingebüßt hat. Dass bei diesem Best-of natürlich der geschupfte Pferdl nicht fehlen durfte, versteht sich von selbst. Aber auch alle anderen dargebotenen Lieder aus seiner schier unerschöpflichen Komponisten-Autorenfeder fügten sich kongenial in das ausgesprochen feinsinnig gesponnene Humornetz. Das ist eigentlich alles, was ich so einleitend zu sagen hatte. Außer ich wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, gute Unterhaltung und mir wünsche ich Ihre Aufmerksamkeit. Insofern das bei einem um Jahre gealterten Publikum überhaupt möglich ist. In letzter Zeit passiert es mir dann und wann. Auf der Straße, da hält mich einer an, blickt mir tief ins Auge, dann fasst er mich am Kragen. Und da sagt, gestatten Sie, ich muss Sie was fragen. Ja, Sie sind mir so bekannt, so bekannt, so bekannt. Wo, 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 hab ich Sie schon gesehen? Sind wir etwa gar verwandt? Sie, doch sehr interessant. Wo, 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 hab ich Sie schon gesehen? War es in der Jugendzeit, sagen Sie nicht, es war nicht. Oder unter uns gesagt, kennen wir uns gar nicht. Ja. So bekannt, so bekannt, so bekannt. Wo, 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 hab ich sie schon gesehen? Wo, 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 hab ich sie schon gesehen? Das war die erste Strophe. Strophe. Und dann sind wir noch weiter, kommt eine zweite Strophe. Ich jetzt so. Meine Frau sieht aus, wenn sie geschminkt, wie ein Traum, der ein Poet besingt. Doch geht sie zu Bett bei Nacht ohne Pudermage. Dann gestatten Sie bloß die eine Frage. Sie sind mir so bekannt. Wo, 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 hab ich Sie schon gesehen? Sind wir etwa gerade verwandt? Sie, das ist interessant. Wo, 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 hab ich Sie schon gesehen? Oder ist das bei uns so wie in gewissen Ehen? Haben wir uns im Laufe der Zeit völlig übersehen? So bekannt, so bekannt. Wo, 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 hab ich Sie schon gesehen? Wo, 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 hab ich Sie schon gesehen? Das war die zweite Strophe. Jetzt käme die dritte, aber die ist zu blöd, die werde ich auslassen. Dadurch kommen Sie etwas früher nach Hause. Dritte Strophe. Vierte Strophe. Dann neulich stehe ich vor dem Affenhaus und die Affen schauen freundlich heraus. Plötzlich sah mich einer an, Affen sind sehr weise. Dann kam er ans Gitter ran und sagte mir ganz leise. Ja, ich bin jetzt schon bekannt, schon bekannt, schon bekannt. Wo, 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 hab ich Sie schon gesehen? Sind wir etwa gar verwandt? Sie, das wäre interessant. Wo, 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 hab ich Sie schon gesehen? Wir sind unter uns gesagt kaum zu unterscheiden. Mein Gott, diese Ähnlichkeit zwischen uns zwei Beinen. Ja, ich bin so bekannt, so bekannt, so bekannt. Wo, 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 hab ich Sie schon gesehen? Wo, 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 hab ich Sie schon gesehen? Gott sei sein dumm Schick, sie hat beinahe echte Perlen am Hals. Bei dem Dummster draußen in der Lärmfeuer ist Perfektion. So gehen die beiden mit Vergnügen, sind zum Dummsein hin. Bei der Garderobe sehen sie ein großes Schild. Die Betegäste werden höflichst gebeten, die Tanzlokalität ohne Messer zu betreten. Da liegt der geschupfte Pferdl, ohne lange zu reden. Der Taschenpferdl hinten mit sich hat im Tapsel eh noch einen drin. Die Gesellschaft der Gendarmeriefreunde Kärnten befindet sich im 8. Jahr nach ihrer Gründung. Ein zentrales Element ihrer Tätigkeit war und ist die Unterstützung und die Hilfe für in Not geratene Gendarmerie- oder Polizeikollegen. Das sind
You know, I can't give you anything but love. Beim letzten Ton, da hat er sich geirrt. Worauf der Pferd sagt, das ist ein Gesöchter auf. Aber gleich nebenan steht ein junger Mann, der glaubt, dass ihn der Ferdinand gemeint haben kann. Und jetzt über diese Randbemerkungswerte prämiert. Der klubste Pferd hat ihm nämlich erst die Mietze entführt. Er findet das was er gemein, doch hast du Schlägereien, darum beißt er nur den Pferdl in die Nosen hinein. Jetzt ganz desperat, er weiß sich kein Rat, weil das Messer blöderweise in der Katarot liegen hat. Aber gleich trauen wir den besser. Bei ihm fällt ein, die Mietze hat ja auch ein Messer. Er reißt es an und gibt dem Gegner einen ziemlich leichten Stösser. Durch diesen Stösser fliegt er übers ganze Tanzparkett. Am anderen Ende pickt der traurig andere Mann. Und 5, 6 Tänzer, die ringeln sich am Bogen. Davon sagt einer, jetzt gibt's was Schämlich am Arogen. Daraufhin sagt der andere, Brunne kehren toben. Sie schütteln sich die Hand dabei und sieht den Ferdinand aus dem Wand. Komm, hat der Pferd seine Flaschen. Sagt der Mietzi, räumt mir's Messer aus der Taschen. Doch die Mietzi sagt, der Teig ist alles holen, jetzt hat mir wer meine Taschen gestohlen. Ja, und in dem doch dann der geschupfte Werl, wer los war, hat die Übermacht ihn ziemlich malträtiert. Er bekam ein blaues Auge, dass er schwer los war, dass hat er mit heute Umschläge sich kuriert. Und er nimmt so oft in der Schell, brumm, 2 Pyramiden und durch nächste Wochen sagt der Schupfte wieder frische Socken an. Grüne Köpfchen streift, das ist so elegant. Schmiert den Fenster Brillantine seine Locken und tut sich schüchen auf der Haut, das ins Quam. Weil beim Dummsen rasten in der Lehrtenfüll ist wieder einmal Perfektion.